wird geritten, geschossen und gekämpft am Kalkberg in Bad Segeberg, was das Zeug hergibt. Es geht um Gut gegen Böse, Indianer gegen Banditen und es geht um Freundschaft. Um Blutsbrüderschaft zwischen Winnetou und Old Shatterhand. Und er, Jan Sosnjok, spielt zum ersten Mal den Winnetou, aber mit eigener Note. Ich habe überlegt, ich möchte ihn gerne ein bisschen rebellischer machen. Gar nicht so den weisen, allwissenden Krieger, der da jetzt nur noch sitzt und schlaue Sprüche loslässt. Nee, ich wollte ein Kämpfer sein. Ich wollte eben ganz klar zeigen, der ist noch nicht so weit und der wird erst zum Häuptling. Jan Sosnjok führt die Reihe berühmter Winnetou-Darsteller fort. Pierre Brice war absoluter Publikumsliebling in den 90ern. Dann folgte Gojko Mitic. 15 Jahre ritt er als Apachenhäuptling in die Kalkberg-Arena ein. Und Erol Sander. Ihm flogen die Herzen aller Karl-May-Fans zu. Eine große Bürde für den Neuen. Da waren natürlich alle sehr neugierig, wie macht sich Jan Sosnjok als neuer Winnetou. Und dadurch, dass Wayne und Gojko und Sophie mit an der Seite waren, war es ein bisschen verteilt. Zum Glück ist er wieder da. Gojko Mitic ist zurück. Nach 6 Jahren Abstinenz reitet er als Inchuchuna wieder in die Arena ein. Als Vater von Winnetou ist der 73-Jährige in einer neuen Rolle zu erleben. Damit hat er selbst nicht gerechnet. Eigentlich, ich hatte nicht vor, das zu machen. Ich dachte, 15 Jahre, 1024 Vorstellungen, das kann man nicht mehr toppen. Also natürlich, die Rolle ist anders gestaltet als sonst. Auch diese Verbindung Sohn, Vater, auch die vielleicht auch ein Beispiel für die Generation, die heute auseinanderdriftet, dass man sie wieder zusammenführt. Und das finde ich eine gute Botschaft. Vor allem aber geht es um Leben und Tod, Freundschaft und Liebe. Trotz allen körperlichen Einsatzes der insgesamt 72 Vorstellungen kommt für Wayne Carpendale die Freude nicht zu kurz. Man merkt es natürlich körperlich, so langsam, dass da schon eine ganze Menge hinter einem liegt. Aber andererseits ist man auch mittlerweile so trainiert und der Körper weiß ganz genau, was in der Show abgeht, dass man jetzt gerade die letzten Shows wirklich genießen kann und wirklich Freude haben kann am Spiel. Sophie Wepper fällt schon jetzt der Abschied schwer. Sind ihr die Kerle doch ans Herz gewachsen? Ich habe ja ganz, ganz viel Glück mit meinen Männern, sage ich jetzt mal. Wir haben ein ganz tolles Team, alle einen ähnlichen Humor, lachen unglaublich viel zusammen. Also ich fühle mich pudelwohl. Noch bis September können alle Karl-May-Fans Winnetou erleben.